Shalom zusammen. Dass sich vor dem Vatikan das größte Sonnenrad der Welt befindet, sowie ein ägyptischer Obelisk und viele andere Götzen innerhalb des Vatikan, ist kein großes Geheimnis, sondern für jeden zu erkennen, der es sehen will. Doch unter den vatikanischen Grotten des Petersdoms befindet sich die sogenannte Vatikanische Nekropole, eine antike römische Begräbnisstätte, die erst seit den Ausgrabungen in den 1950er Jahren wieder zugänglich gemacht wurde. Das Wort Nekropole bezieht sich auf das Wort Nekropolis, was Stadt der Toten bedeutet. Die Etrusker sollen diese Nekropole auf einem Hügel namens Viaticum errichtet haben, was so viel wie Sterbesakrament bedeutet. In einem Artikel vom 26. September 2009 wurde außerdem berichtet, das Wort Vatikan leitet sich von den Wörtern Fates ab, was Wahrsager bedeutet, und Kan, was Schlange bedeutet, also wahrsagende Schlange. Die Vatikanstadt und der Petersdom wurden auf der antiken heidnischen Stätte errichtet, die im Lateinischen Vaticanus Mon genannt wird, was Hügel der Prophezeiung bedeutet. In der Vatikanstadt geprägte Münzen tragen oft die Inschrift Città del Vaticano, was Stadt der Prophezeiung bedeutet. Doch kommen wir zurück zur Vatikanischen Nekropole, die sich in den Tiefen der Vatikanstadt befindet, nämlich etwa 5 bis 12 Meter unter dem Petersdom. Die unterschiedlichen Bereiche haben verschiedene Bezeichnungen, so steht zum Beispiel der Bereich H für das Grabmal der Valeri, Bereich O heißt Martucci und der Bereich U trägt den Namen Luzifer. Und unter dem Vatikan befindet sich in dieser Nekropole auch ein Bild von Luzifer, woraus der Vatikan auch gar kein Geheimnis macht. Der Bereich E heißt Aeli, wo sich unter anderem eine Vase befindet, nämlich die Vase der Medusa, die laut der griechischen Mythologie eine Gorgone war, also eine geflügelte Gestalt mit Schlangenhaaren, weswegen das Wort Gorgone auch so viel wie schrecklich bedeutet. Im Jahr 2020 gab es sogar einen Film mit dem Titel Medusa, die Schlangenkönigin. Doch kommen wir zurück zum nächsten Bereich, nämlich Bereich C, der L. Tullius Cetus heißt und wo sich ein Mosaik von Lucius Tullius Cetus befindet und wo laut dem Vatikan selbst Opfergaben an die Toten stattgefunden haben, also das, was in der katholischen Kirche eigentlich gang und gäbe ist, wenn man zum Beispiel tote Menschen heilig gesprochen hat und dann um Rat bittet. Doch Jesus sagte in Markus 12, Vers 27 über Gott, er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen, darum irrt ihr sehr. Doch kommen wir weiter zum bereits erwähnten Bereich H, dem Grabmal der Valeri. Hier sehen wir eines der größten Mausoleen unter dem Vatikan des Petersdoms. Es heißt, dass es zu Beginn der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts während der Regierungszeit von Kaiser Marcus Aurelius erbaut wurde, wo wir viele Götzen aus dem alten römischen Reich sehen, wie zum Beispiel von Okeanos, der laut griechischer Mythologie die göttliche Personifikation des Meeres bzw. der Ozeane ist und sogar als Vater der Götter bezeichnet wird. Als nächstes schauen wir uns den Bereich I an, der schlicht und einfach Wagen heißt. In diesem Raum sehen wir nämlich Plutos Streitwagen. Es wird erklärt, dass dieses Thema ein ausdrücklicher Hinweis auf die Überwindung des Todes und die Rückkehr ins Jenseits ist. Auch Merkur und Persephone sind hier zu sehen, also lauter römische Götter, die niemanden helfen können und noch nie jemanden geholfen haben. Zu dieser Götzengrube des Vatikan passen die Worte von Jesus, der in Markus 11, Vers 17 sagte, und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und auch im Alten Testament wurde dem Propheten Hesekiel folgende Vision gegeben. So heißt es in Hesekiel Kapitel 8 ab Vers 1, da fiel dort die Hand Gottes des Herrn auf mich, auf Hesekiel, und er führte mich zum Eingang des Vorhofs. Und ich schaute und siehe, da war ein Loch in der Wand. Da sprach er zu mir, Menschensohn, durchbrich doch die Wand. Als ich nun die Wand durchbrach, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier verüben. Da ging ich hinein und schaute und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier, auch allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet.
Doch kommen wir nochmal zurück in die Vatikanische Nekropole, wo wir auch ein Mosaik aus dem 3. Jahrhundert nach Christus sehen, wo angeblich Jesus zu sehen sein soll, allerdings mit Attributen des Sonnengottes Helios und des römischen Gottes Sol Invictus, der übrigens am 25. Dezember geboren wurde. Deswegen feiert man im Christentum die Geburt von Jesus am Tag der Geburt eines Sonnengottes, was niemand in der Bibel getan hat, was Gott niemals geboten hat, schon gar nicht mit heidnischen Bräuchen wie Weihnachtsbäumen und dem Weihnachtsmann. Schauen wir nochmal in Hesekiels Vision rein, denn in Kapitel 8, Vers 16 steht außerdem Folgendes geschrieben. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn zwischen der Halle und dem Altar waren etwa 25 Männer, die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten, anbetend vor der Sonne nieder. Doch das Wichtigste, was sich angeblich in dieser vatikanischen Nekropole befinden soll, ist das Grab des Apostel Petrus, als dessen Nachfolger sich die Päpste betrachten. So wird Folgendes berichtet. Der Überlieferung nach wurde der Apostel Petrus zwischen 64 und 67 nach Christus von Kaiser Nero im Zirkus gekreuzigt. Aufgrund der Nähe der Nekropole zum Zirkus Nero wird angenommen, dass der heilige Petrus hier begraben ist. Doch ob sich das Grab von Petrus allerdings wirklich unter dem Vatikan befindet und Petrus neben all diesen Götzen liegen soll, ist eher unwahrscheinlich. Eusebius von Caesarea, geboren 260 nach Christus, schrieb in seinem Werk Kirchengeschichten Folgendes. Ich kann die Tropaia der Apostel zeigen, denn wenn du zum Vatikan gehen willst oder auf die Straße nach Ostia, wirst du die Tropaia derer finden, die diese Kirche gegründet haben. Im Vatikan soll sich also eine Tropaia des Apostel Petrus befinden, doch das Wort Tropaia kommt vom griechischen Wort Tropaion, was so viel wie Denkmal oder Siegesmal bedeutet und sich eben nicht auf ein Grabmal bezieht. Da sich im, vor und unter dem Vatikan so viele Götzen befinden, macht deutlich, dass die katholische Kirche sich mehr um heidnische Traditionen und Menschengebote kümmert, als um die Gebote Gottes. Jesus sagte in Markus Kapitel 7, Abvers 6, er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Spätestens wenn Jesus zurückkommt, werden alle Götzen auf der Welt verschwinden, und ich glaube, im Vatikan gibt es echt viel zu tun, weswegen ich dem Papst und der katholischen Kirche empfehlen würde, sich lieber vorher schon von all den Götzen und heidnischen Traditionen zu verabschieden und zu den Geboten Gottes zurückzukehren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König Israels, der Sohn des lebendigen Gottes, der König der Könige, unser Herr und Messias, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.